Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Vorab hoffe ich natürlich, es geht dir gut. Und ich bin Sandra und mein Köpfchen versteckt sich hinter Kalendertürchen Nummer 5. Ich habe mich mit 24 anderen Mädels zusammengeschlossen und wir haben einen Adventskalender gegründet. Die ein oder anderen werden das sicherlich schon kennen aus den vergangenen Jahren und das kommt euch definitiv zugute und ich erkläre euch gleich warum. Alle Mädels findest du unter mir in der Infobox, jeden Kanal. Du kannst einfach raufklicken, sodass du wirklich kein Video verpasst. Am Ende der Reihe gibt es natürlich auch was zu gewinnen, denn was wäre Weihnachten ohne ein fettes Geschenk? Ich verrate dir jetzt noch nicht, was es zu gewinnen gibt, denn ein bisschen Spannung muss auf jeden Fall dabei sein. Eine Sache musstest du beachten, und zwar gibt es quasi eine Regel, die ganz, ganz wichtig ist, um im Lostopf zu landen. Du müsstest die Sternchen zählen, die in meinen und in den anderen Videos auf jeden Fall versteckt sind. Denn wenn du alle Videos angeschaut hast und gewissenhaft bist, dass du alle Sternchen gefunden hast, notierst du dir die Menge und schickst das einfach an die unten angegebene E-Mail-Adresse. Und schon drücken wir dir die Daumen und hoffen, dass du den Hauptpreis absahnst. Gestern am vierten Tag war die wunderschöne Barbie dran. Ich verlinke dir ihr Video einfach mal hier oben. Schau dir das unbedingt an. Es ist wirklich ein wunderschönes Video. Morgen gibt es die Julia zu sehen. Auch das verlinke ich dir einmal hier. Und am Ende des Videos kannst du auch nochmal draufklicken. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit meinem Video. Ich habe dir diesen Make-up-Look geschminkt. Ganz easy, ganz simpel. Du brauchst nicht viele Utensilien. Wichtig ist, oder was mir wichtig war, ich habe alles aus der Drogerie, also es ist wirklich kein High-End-Produkt dabei. Du kannst alles nachkaufen und es ist für einen schmalen Taler und es geht ganz easy, ganz schnell. Ich bin jetzt auch nicht so der Pro und das habe ich auf jeden Fall hingekriegt und ich finde, rote Lippen gehen einfach immer. Ich würde sagen, ich wünsche dir erstmal viel Spaß im Video und dann sehen wir uns am Ende des Videos nochmal. Starten wir mal. Ich habe mein Gesicht bereits gereinigt. Meine Augenbrauen sind ja mit Mikrowelling behandelt, das heißt, da muss ich nichts machen. Zuallererst habe ich mir eine Base aufgetragen. Die ist von Maybelline, die Baby Skin Base. Müsst ihr natürlich nicht machen, ist individuell, aber wenn ihr natürlich möchtet, dass das Make-up länger hält, solltet ihr das auf jeden Fall mal in Erwägung ziehen. Dann habe ich mir eine Foundation aufgetragen und da habe ich die Catrice Nude Illusion Foundation benutzt. Ich finde die sehr, sehr gut. Sie ist sehr deckend. Man muss natürlich nicht so viel Produkt benutzen. Einfach ein Pumpstoß hat bei mir völlig ausgereicht für das gesamte Gesicht. Ich klopfe das Ergebnis dann immer mit einem Beautyblender noch so ein bisschen ein, um einfach das Ergebnis so ein wenig ebenmäßiger erscheinen zu lassen. Dann darf natürlich Concealer nicht fehlen und da habe ich die Catrice Liquid Camouflage benutzt, einfach um so ein bisschen Unebenheiten auszubessern, Augenringe abzudecken oder kleine Pickelchen zu verstecken. Und auch das blende ich mit meinem Beautyblender ein. Das Ganze sette ich dann erstmal mit meinem Puder von Catrice, um es einfach so ein bisschen haltbarer zu machen. Um ein wenig Kontur in meinem Gesicht zu schaffen, benutze ich von Catrice das Sun Glow Puder für Darker Skin. Ihr müsst da wirklich sehr dosieren mit dem Puder umgehen. Es ist wirklich sehr dunkel. Lieber ein bisschen weniger und dann es ein bisschen aufbauen, als gleich zu viel und dann ein bisschen balkig im Gesicht auszusehen. Mit dem Concealer verstärke ich einfach nochmal optisch so ein bisschen meine Wangenknochen. Dann gibt es noch ein wenig Rouge auf die Apfelbäckchen und da habe ich von Essence Silky Touch Blush genommen. Dann widmen wir uns den Augen. Zuallererst habe ich mir wieder eine Base aufgetragen. Dann habe ich mir auf dem ganzen beweglichen Lid diesen Catrice Lidschatten aufgetragen. Der war leider aus einer LE, also den gibt es so nicht mehr zu kaufen. Wichtig ist natürlich, dass ihr euch einen Grauton aussieht, der so ein bisschen einen Schimmereffekt hat, auch einen blauen Unterton vielleicht. Und den gebt ihr euch dann, wie gesagt, auf dem gesamten beweglichen Lid auf. Dann benutze ich jetzt bloß noch die Maybelline Palette, die ist auch aus dem aktuellen Sortiment. Und zuallererst benutze ich den ganz linken Ton. Für die Lidfalte benutze ich dann den Ton rechts daneben.
Und für das äußere V den grauen Ton ganz rechts in der Ecke. Und dann heißt es bloß noch alles verblenden, verblenden, verblenden. Als Wimperntusche benutze ich von Catrice die Glamour Duo Mascara in Waterproof. Meine Lippenkontur ziehe ich mit dem Essence Lip Liner nach. Und zu guter Letzt trage ich mir den Lippenstift von Catrice, die 310 Red My Lips, auf. Alle Produkte verlinke ich dir nochmal unten in der Infobox, dann kannst du nochmal schauen, was ich genau benutzt habe. Natürlich habe ich auch als Dankeschön für euch eine kleine Verlosung von mir. Es ist jetzt nichts Aufregendes, nichts Großes oder so. Es ist, wie gesagt, einfach nur ein Dankeschön. Und zwar habe ich von Juwelkerze einmal eine Kerze geschickt bekommen. Die steht da hinten immer hinter mir. Die sieht man leider immer sehr, sehr schlecht. Ich habe den Vanilleduft ausgesucht. Es riecht einfach nur abgöttisch toll. Und dann habe ich noch eine Badekugel quasi geschenkt bekommen. Dort ist ein Ring drin. Was da drin ist, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall besteht der Wert immer zwischen 10 und 250 Euro. Und Juwelkerze hat mir angeboten, dass ich auch eine Kerze an einen von euch quasi verlosen kann. Und das ist auch schon ein Dankeschön. Ich denke, das passt ganz gut zum Nikolaus. Dann habe ich noch von dem Online-Shop Luvia Cosmetics einmal Lip Pencil zugeschickt bekommen. Ich habe mir gedacht, den packe ich einfach auch mit in den Lostopf mit rein. Ich habe sie selbst noch nicht getestet, ich habe aber nur positive Sachen von anderen Kolleginnen gesehen. Und deswegen dachte ich mir, kann ich das auch ruhigen Gewissens verlosen? Ich packe das ebenfalls mit rein. Also einmal gibt es als Dankeschön für euch eine Juwelkerze zu gewinnen und einmal gibt es das zu gewinnen. Das Einzige, was ihr wieder machen müsst, ist einfach nur einen Kommentar unten in die Kommentarbox reinschreiben. Ist mir völlig egal, was ihr reinschreibt. Was Nettes wäre einfach wunderschön und würde mich natürlich freuen. Ihr müsst Abonnent meines Kanals sein und ein Däumchen nach oben geben. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch schon wieder aus dem Video. Dann kommt ihr hier zu Kalendertürchen Nummer 4 zu Martina. Und morgen gibt es das Video von Julia zu sehen. Ihr könnt ja schon mal raufklicken, ihren Kanal abonnieren, damit ihr das Video morgen auch nicht verpassen werdet. Alle Mädels stehen unten in der Infobox, zählt die Sternchen und dann drücke ich euch die Daumen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Fühlt euch gedrückt, eure Sandra. Tschüssi!